Jo, jetzt was haben wir jetzt ja, Statist der Rücken halt, haben wir jetzt hier noch ein Problem. Ihr wisst ja, die Bundesrepublik kann keine Einbürgerung machen. Das habe ich uns schon mal erklärt, warum kann sie es nicht, weil sie nur Notstandsleiter ist. Ein Notstandsleiter kann nur den Unfall behandeln. Da darf jeder Gesetze ändern, also muss Tag ins Tag machen, noch darf er die Wahlordnung ändern. Und da die Bundesrepublik 1956 einfach dort in die Wahlordnung reingeändert hat, ist er eben nicht gesetzlicher Gesetzgeber geworden, sondern die haben einfach losgewurstelt. So, das ist so jahrelang nicht aufgefallen, weil die alle froh waren, dass der Krieg vorbei ist und es dann wieder Aufschwung gab. Und hier im Osten waren wir froh, dass wir wieder was zu essen hatten und die öffentliche Ordnung so langsam ja, so voranging. In den 70er Jahren ging es uns ja alle nicht schlecht. Also ich habe die Zeit bei meiner frühen Jugend erlebt. Da waren so zwischen 70 und 80, hat man gemerkt, es geht jetzt vorwärts, wird jedes Jahr besser. Und nach Ende der Ära Honecker ging es wieder der Ära Ulbricht ging es bergab. Also wir hatten schon mal Versandhaus, ja, gab es schon mal DDR. Ja, und dann hast du gemerkt, der Ära Honecker ging es wieder bergab. Und dann war eben so 87, wo das System einen ähnlichen Zustand erreicht hatte, wie wir es jetzt haben. Also wo Willkür herrscht, wo es absurd wird, wo die Gesetze nicht mehr eingehalten werden. Das ist eine Situation, die jetzt momentan ist. Also wir sind jetzt, ich würde sagen, Sommer 89 ist die Situation, die wir jetzt haben. Also wo das System panisch wird und irrational wird, also wenn man die ganzen Berichte der Frau von der Leyen oder von der Frau Merkel liest, merkt man, dass das System panisch ist. Also die merken, dass das Wutvolk aufwacht und dass jetzt eine Gefahr ist für die, ich sag mal, Regierungen, die hier Willkür machen, dass sie dann irgendwann es zum Bürgerkrieg kommt in der politischen Auseinandersetzung. Und damit das nicht passiert, müssen wir eben sehen, dass wir die Wahl durchkriegen, bevor das Jahr explodiert. So, und dafür ist es eben wichtig, dass die 50% Rückenhalt da sind, damit eben dieser Verweser ja, in dem Siegelgebiet einen Rückhalt hat. Also, dass dann jeder sagt, ja, der macht seine Sache gut und wir werden das Ding schaukeln und es wird schon gut gehen. Damit wir aber einen ordentlichen Verweser kriegen, müssen wir ja noch die Ableitung nach Rustag hinkriegen. Und zwar ohne gelben Schein. Mit dem gelben Schein muss ich vielleicht noch was erklären. Was ist das? Also der gelbe Schein hat oben das Logo der Weimarer Republik. Das heißt, die Weimarer Republik macht eine Rechtsstellung. Aber es steht eigentlich gar nicht da was. Es wird nicht mal erwähnt, nach welchem Gesetz. Also es gibt keinen gelben Schein, wo da steht nach Rustag oder nach Stag. Steht gar nicht da. Sondern da steht eben, ist deutscher Staatsangehöriger. Der deutsche Staatsangehörige ist aber das erste Mal erwähnt im Gesetz vom 5.2.1934 als Folge des Gesetzes zur Neuordnung des Reiches, also Adolf Hitler. In der DDR durfte es nicht greifen, weil keine Rechtsnachfolge da ist. In der Bundesrepublik greift es, weil die Bundesrepublik aufgrund des Grundgesetzes und der Übernahme der Weimarer Republik, also durch das Einfügen der Weimarer Verfassung in die Verfassung des Freistaates, sozusagen die Gesetze geerbt haben, aber eben illegal, weil die Bundesrepublik kein Verweser war, also keine Verweserrechte hat. Und nur ein Verweser darf während der Geltung der HLKO Gesetze ausfertigen und ändern. Und wenn ihr euch das Stag mal genau anguckt, seht ihr, dass das Ausfertigungsdatum der 22.07.1913 ist. Da fragt man sich, hey, wieso kann denn die Bundesrepublik ein Gesetz vom Kaiser ändern oder ausfertigen? Warum haben die nicht reingeschrieben, dass er gegründet 1945 oder 1949 als Ausfertigungsdatum 49 reingeschrieben haben oder wo sie das letzte Mal geändert haben. Zum Beispiel das Stag, wo die Europawahl stattgefunden hat, da haben sie ein Stag verwendet aus 2013. Das ist im Bundesgesetzblatt gar nicht erschienen, aber sie haben es zur Wahl benutzt. Da fragt man sich, wie das geht. Ja, na, sie sind eben keine gesetzlichen Gesetzgeber, sondern machen eben nur notstandsrechtlich was. Und zur Wahl eines Notstandsleiters gibt es eigentlich nach internationalen Kriterien kein Wahlverfahren. Notstandsleiter ist der, der als Notstandsleiter tätig wird. Also wenn derjenige sagt, ich mache das einfach, dann ist er Notstandsleiter, muss aber dafür privat haften. So, jetzt kommt die entscheidende Sache, die notstandsrechtliche Eintragung der Rechtsstellung. Ihr habt ja sicherlich in meinen Videos gesehen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie könnte man denn jetzt 82 Millionen Ausweise innerhalb von wenigen Tagen umschreiben. Da wisst ihr selber, wie lange es dauert, wenn ihr mal ins Ausland fahren wollt, bis die Gemeinde euch einen Reisepass ausstellt. Kann zwischen 14 Tagen und 6 Wochen dauern. Wenn jetzt alle zum gleichen Zeitpunkt die Ausweise wechseln müssten,
Weil beispielsweise beim Herrn May am Montag rauskommt, die Personalausweise sind ungültig. Dann haben wir alle ein Problem. Müssen alle Passos, alle Reisepässe umgestellt werden. Das ist logistisch nicht möglich. Und da haben wir uns überlegt, es würde reichen, wenn die Gemeinde hinten in den Anhangszeiten vom Reisepass einfach reinstempelt. Der hat die Rechtsstellung des Rustock vom 22. Juli 1913. So, mit diesem Stempel könntest du im Prinzip an der Wahl teilnehmen. Wenn es die Gemeinde aber nicht machen will, weil sie sagen, wir machen nur so Anweisungen und wir machen nur, was Frau Merkel macht, dann müssen wir das selber machen. Weil die Notstandsleiter ist ja nur der rechtmäßig, der sich auch nach der Gesetzgebung des Kaisers richten tut. Nicht einer, der Willkür macht. Also, wenn du einen Banküberfall hast, du bist gerade in der Bank, du hast deine Kontoauszüge geholt, da kommt der Bankräuber und der macht die Regeln, weil er die Waffen hat. Aber da ist er nicht Bankinhaber, sondern da ist er nur der Räuber. Und wenn die eben sich 100 Jahre Zeit gelassen haben für den Bankraub, wir haben immer noch Bankraub, wir sind immer noch an der Bank und die haben immer noch die Waffen auf uns gerichtet, ist doch deswegen kein neues Recht entstanden, sondern es ist einfach nur ein Bankraub, der 100 Jahre gelaufen ist. Das ist alles. Es wird nicht dadurch zurecht, dass man das Unrecht über lange Zeit fortleben lässt, sondern es muss wieder rückabgewickelt werden. Und deswegen hat es keinen Sinn, in einer Zeit nach dem 27.10.1918 zu gehen, weil die letzte Amtshandlung war die letzte Verfügung, die am 27.10.1918 der Kaiser gemacht hat. Und davor können wir nicht gehen, weil viele sagen ja, wir müssen nach 1814 zurück. Macht keinen Sinn, weil der Staat hat bis zum 27.10.1918 gehandelt. Und alle Verfügungen, auch während der Geltung der HLKO, sind staatlich. Und am 27.10.1918 war die letzte Verfügung, die der Kaiser selber gemacht hat. Und danach kam der Putsch. Also hast du genau am 27.10.23.59 Uhr den Schnitt, dann gibt es die juristische Sekunde, die nicht ausgewertet wird, weil niemand bitte in der Juristerei mit Millisekunden hantieren. Und dann käme der 28.10.00 Uhr, wo die Weimarer Blick losgegangen ist. Und das ist dann nicht staatlich. So, das heißt, ein gelben Schein ist weiter nichts wie eine notstandsrechtliche Anordnung. Wir machen die Weimarer Blick einfach weiter. Aber das ist nie ein staatliches Dokument. Deswegen kann ein nichtstaatliches Dokument auch keine Staatsangehörigkeiten ausstellen. Also der ADAC kann ja keine Staatsangehörigkeit bestätigen. Das Deutsche Rote Kreuz kennt das notstandsrechtlich, weil die haben nur halt über die Genfer Konvention mal unterschrieben, dass sie sowas machen durften. Das Rote Kreuz durfte es eventuell, aber Edeka durfte es nicht und es durfte auch vielleicht eine Siemens. Das sind alles Firmen. Der wahre Blick ist auch nur eine Handelsfirma. Die haben gehandelt mit der Arbeitskraft der Leute. Das war denn ihre Aufgabe. Also der Staat hat das Geld rausgehauen und als Kreditsicherung diente unsere Arbeitskraft. Das ist die Aufgabe der Weimarer Blick gewesen. Und nichts anderes, nichts Staatliches. So, müssen wir mal gucken. Hier noch einen Punkt abmachen. Genau. Das ist das, was ich jetzt hier mit dem Ausweis meine. Also, logistische Probleme. Es ist nicht möglich, dass die Bundesdruckerei für alle neue Ausweise macht, weil die wissen schon mal gar nicht, was er dort eintragen soll. Da ist denn eigentlich noch Rustock überhaupt noch Deutscher? Wer ist eingebürgert irgendwann? Wer ist mit einem Flieger gekommen und hat seinen Ausweis zur Toilette runtergespült? Das weiß heute keiner mehr. Also totales Chaos. Das würde zu Klagewellen führen und Wahlanfechtungsrisiken wären auch klar. Also wir würden dann 2 Jahre lang nur Wahlanfechtung kriegen und würden am Ende doch keinen Verweser haben. Und deswegen ist es nötig, dass ein jeder jetzt schon zusieht, dass er seine Herleitung nach Rustock sauber hinkriegt. Also Standesämter abfragen, alte Familienbücher wälzen, gucken im Stadtarchiv, ob irgendwas da ist. Gehört die Staufregister. Ja, was auch immer. Also im Prinzip die väterliche Linie bis vor 1913 nachguckt. Dass es irgendwie geht. Oder guckt. Manche sind Findelkind. Ich bin zum Beispiel mütterlicherseits ein Findelkind. Ich hätte die Rustock-Staatsangehörigkeit ohne Nachweis kriegen können. Deswegen hat unser Meldeamtsleiter mir den Geburtsname gestrichen aus dem Register, was er nicht machen darf. Das ist richtig Betrug. Ich habe 2 Geburtsurkunden. Auf der einen steht Knietsch, auf der anderen steht Müller. Naja, das ist ganz verrückt. Und ich habe den natürlich dann angezählt, Wahlanfechtung gemacht, weil es geht gar nicht sowas. Ja. So, gut. Väterlicherseits sind alle meine Vorfahren Müller in Chemnitz verortet. Das geht ziemlich weit zurück. So, und da wollen sie aber nicht ran.
Gut, wir sind jetzt erstmal so weit durch, dass ihr erstmal einen Überblick habt. Jetzt wollte ich nochmal was zu diesen kalten Gründungen sagen. Wir haben ja jetzt erfahren, der gelbe Schein ist weiter nichts wie die freiwillige Abgabe meiner Staatsangehörigkeit im Tausch gegen etwas, was die Firma ausgestellt hat. Also, wie wollen wir es erklären? Zum Beispiel der europäische Reisepass ist so ein Fall. Durch die Absprachen innerhalb von Europa, dass die EZB ein Parlament hat, was Staat spielt, aber keiner ist, also die Bank hat ein Parlament, und in dem Parlament haben die gesessen und gesagt, wenn jemand mit einem roten Reisepass von A nach B will, darf er das. Er wird an der Grenze nicht aufgehalten. Um uns glauben zu machen, dass die Europäische Union irgendwas Staatliches ist. Es ist aber nichts anderes passiert, als dass sie die Schamme mit diesem roten Schein von A nach B reisen lassen. Wenn die sich hätten darauf geeinigt, dass du mit einer bestimmten Ausgabe der Frösi hochreisen könntest, würde uns das auch nicht auffallen. Wir müssen es einfach nur jeden Tag in Nachrichten bringen und müsst euch die Frösi kaufen und mit dieser Frösi könnt ihr von A nach B reisen. Wenn du es oft genug gemacht hast, glauben das die Leute. Und nichts anderes ist dieser rote Reisepass. Das ist nichts Staatliches, sondern es ist nur eine Vereinbarung. Und jetzt ist sie... Ja. Was ist mit dem grünen Reisepass? Na, der grüne Reisepass ist ein Provisorium. Im Prinzip darf die Bundesrepublik gar keine Reisepass ausstellen. Ja, aber der wird ja von der Gemeinde ausgestellt und der hat ja im Prinzip... Ja, was ist denn von der Gemeinde? Die Gemeinde sind auch alles Firmen. Und der Vogel, der vorne drauf ist, ist ja der sechsfädrige Adler, ist ja nur Weimarer Republik, also eine Firma. Eine Firma, die die Grenze kontrolliert. Ja, da innen und außen drauf. Das ist doch egal. Das ist nicht Staatswappen. Das Staatswappen ist der kaiserliche Adler mit der Krone drauf. Aber das Reich selber ist auch kein Staat. Weil in dem Reich sind nur die 26 Bundesstaaten Mitglieder. Also ich erkläre es immer mit der FIFA. Fußballverein, der hat Spieler. Der hat einen Kapitän, seine Mannschaft, einen Torwart, einer, der die Wäsche wäscht und einer, der die die Leute reinlässt. So. Das ist ungefähr das, was der Bundesstaat ist. Ne? Die haben also verschiedene Aufgaben und die an sich, die haben alle Spieler. Und dann gibt es die FIFA, die haben selber keine Spieler. Und das ist das, was das Reich ist. Die haben sich die Fußballvereine, setzen sich zusammen und machen sozusagen die Regeln. Also was ein ordentliches Spiel ist und was gefegt ist. So. Aber ich kenne keinen Fußballspieler, der in der FIFA sitzt und dort eingehangen ist. Und das ist das, was Reichsbürger wären. Also Reichsbürger wäre jemand, der die Staatsangehörigkeit vom Reich geerbt hat. Gibt es nicht. Im Bundestag steht drin, dass die Staatsangehörigkeit aus den Bundesländern kommt. Also wenn in unseren Ausweisen hier Sachsen oder Preußen oder Reuß älterer Linie steht, haben wir keine Staatsangehörigkeit. Und es gibt definitiv kein Bundesland Deutsch. Deutsch ist einfach nur ein eingetragenes Warenzeichen, was in eine Firma verweist, die einen Sitz in Bonn und in Washington DC hat. Um über das amerikanische Arbeitsversicherungsgesetz uns sozusagen wie als Sklaven anzustellen. Also wenn man in einer Firma ist und dort geht es nicht mit rechten Dingen zu, hast du immer die Möglichkeit zu kündigen. Ja, also zum Beispiel, ich will mal so sagen, du bist jetzt in einer Fleischerei, willst in einer Fleischerei anfangen und du merkst dann nach 2-3 Monaten, die machen ja, die tüten nur Gammelfleisch um. Ne? Also die nehmen die raus, die aus der Assette, machen ein neues Datum drauf, tun ein bisschen Bibelsalz ran, damit das Büro rot aussieht, tun das wieder einschweißen und geben es in den Handel. Und du hörst dann aus deiner Mannschaft, der ist krank geworden und du weißt ganz genau, wie es passiert ist. Da würdest du irgendwann in deinem Gewissen mal sagen, also ich kann ja nicht länger arbeiten. Meine Kinder haben jetzt rotes Fleisch jetzt gekriegt, weil sie es im Kindergarten verfüttert haben, die sind alle krank geworden. Vielleicht habe ich das selber so umgetütet. Da hast du irgendwann hast ein Problem mit der Firma und da musst du dann kündigen. So, und wir sind aber in einer Firma, die kriminell ist, die also unsere Arbeitskraft raubt und uns die staatlichen Rechte nicht gewährt und die lassen uns nicht raus. Wenn du den Schein A11 abgibst, versuchen die Gemeinden den Posteingang zu verhindern. Ich habe zum Beispiel letzte Woche versucht, ich habe ja vorneweg das Ding gefaxt, also ist eingegangen. Und dann wollte ich es nochmal persönlich abgeben. Da haben die eine Meldestelle, haben sie mir gesagt, ich habe hier das Haus zu verlassen. Ich würde hier nur stören und was auch immer. Ich wollte das Ding einfach nur abgeben. Die sollten mir einfach nur eine Eingangsbestätigung machen, dass sie es gekriegt haben. Und dann haben die alle Zeit der Welt, die Kündigung sozusagen in ihrem Register einzutragen und mir die Bundesstaatenangehörigkeit zurückzugeben. Weil ich habe sie. Ich bin Findelkind. Meine Mutter ist im Krieg gefunden worden. Das ist ziemlich gut dokumentiert, wie das damals war. Die Fliederbombe ist rein und eine Familie hat meine Mutter rausgeholt und hat sie aufgenommen.
Also ganz klarer Fall, im Bundestag steht drin, Findel Kinder sind automatisch Reichsdeutsche. Bundesstaatsangehörige. Und da das in Sachsen passiert ist, bin ich Sachse. Da Definition. Da kommt die Meldestelle nicht ran. Gut. Ich habe schon Faden verloren. So, und jetzt ist es so, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel bei die parteifreien Wähler zur Wahl antreten wollte, zur Oberwahl, da habe ich vom Wahlleiter verlangt, dass er mir bestätigt, dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit nicht verloren habe. Ich habe natürlich gewusst, irgendwas mit der deutschen Staatsangehörigkeit stimmt nicht. Weil mit dem DDR-Personalausweis hätte ich die sofort gekriegt. Da frage ich mich, wieso? Wieso hätte ich mit dem DDR-Personalausweis sofort gekriegt und mit dem bundesdeutschen Personalausweis hätte ich sie nicht gekriegt? Auch nicht mit dem bundesdeutschen Reichsrat hätte ich sie nicht gekriegt. Aber mit dem DDR-Personalausweis. Mit dem DDR-Wehrpass hätte ich sie auch nicht gekriegt. Aber die Meldeamtstante wollte uns das nicht verraten. Warum? Jetzt weiß ich, warum, was da los ist. Am 17.07.1990 haben die sich darauf geeinigt, das Staatsfragment DDR wegzusägen und eine Firma im Handelsrecht zu gründen. Aber die konnten die DDR nämlich nicht auflösen. Warum nicht? Weil sie die DDR-Verfassung selber nicht gekannt haben. Und dort steht nämlich drin, dass die Auflösung des Staates nur durch einen Volksentscheid passieren kann. Ja. Wann hatten wir denn einen Volksentscheid, um die DDR-Volkskammer zu entlassen? Hat es nie gegeben. Wann hatten wir einen Volksentscheid darüber, ob die D-Mark eingeführt ist? Hat es nicht gegeben. Wann hatten wir einen Volksentscheid nach Artikel 29 Absatz 8 Grundgesetz, dass eine Gebietsreform 2004 und 2008 passieren durfte? Hat es nicht gegeben. Die Merkel hat immer gemocht und hat gesagt, alle stehen hinter mir. Die hat sich einfach umgedreht und da stehen die alle hinter dir. Das ist das, was Bisper sagt. Ne? Die erzeugt sich einfach über die Bildzeitung Wahlvolk und die Bildzeitung schreibt, ja, 80% oder 90% der Deutschen stehen hinter mir. So, und die Leute lesen das und klonen das. Interessant ist, dass dann Wahlergebnisse rauskommen, dass 24% AfD sind, wo sie dann bei der letzten Wahl einen ganzen Vorspiel voll Wahlstimmen gefunden haben, wo keiner weiß, wo die her sind. Ich weiß, wie sowas gemacht wird, weil wir haben es selber mal ausgezählt. Bei DDR-Zeiten waren noch immer 103% Wahlbeteiligung. Da haben die sich gefragt, wo die 3% hergekommen sind. Die haben einfach leere Wahlzettel und transportiert. Und das machen die auch heute noch. Das sind die also schwarzfrei. Und die Wahlbetrügereien der Bundesrepublik passieren über die Briefwahl. Wenn wir die Briefwahl verbieten würden, würde das Problem gar nicht mehr auftreten. Aber die versuchen eben so viel wie möglich Leute in die Briefwahl reinzukriegen und die Briefwahl ist am leichtesten zu fegen der Wahl. Aber das sind alles nur Kleinkriminelle. Die Großkriminellen, die fegen die Staatsangehörigkeit, indem die uns eine Staatsangehörigkeit geben, die aus der Frösi stammen könnte. Weil die gibt es nicht. In der DDR darf es die nicht geben, weil wir keine Rechtsverfolger haben. So, das heißt, aufgrund dessen, dass wir mit die öffentlichen Bediensteten auf dem Grundgesetz vereidigt sind, weil wenn jemand Richter ist, muss er im Prinzip auf das Grundgesetz vereidigt werden. Da muss man sich überlegen, welche Rechtsstellung hat denn das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist von Alliierten für die Bundesrepublik gemacht worden. Also es ist nicht von der Bundesrepublik gemacht worden, weil wir gedacht haben, wir hätten gerne ein bisschen Meinungsfreiheit und wir hätten gerne ein bisschen Reisefreiheit und wir hätten dieses und jenes gerne, sondern Rothschild hat den Versailler Vertrag zurechtgestrickt und hat ein paar Leute in das Schloss eingesperrt und die mussten dort ein paar Wochen drüber arbeiten und am Ende haben die das Grundgesetz im Prinzip vorgestellt und dann wurde das im Gesetzband veröffentlicht und in der Zeit, wo sie Leute in Internierungslager gesteckt haben, wo kein Wiesenlager war und die ganzen Grausamkeiten, Vergewaltigungen, hat sich keiner gewagt, gegen dieses Grundgesetz aufzustehen. Und nachdem Marshallplan gelaufen ist und das öffentliche Leben wieder losgegangen ist, haben sie es einfach akzeptiert, dass es so da ist. Aber das ist doch niemand, was wir uns selber rausgesucht hätten. Und das hat unsere Generation, die vor uns war, aufgrund der Kriegswirren erstmal akzeptieren müssen, weil sie konnten sich nicht dagegen wehren. Und nachdem sie gemerkt haben, dass es funktioniert, hat sich das hier in der Öffentlichkeit ausgebreitet. Aber es ist kein Gesetz, wie sagen wir mal, in den frühen Staaten der USA, dass sie sich hingesetzt hätten und hätten dann irgendwie ihre Punkte da aufsummiert, das hätten wir gerne gehabt und das wählen wir das mal. Sondern es ist einfach übergestellt worden. So, nun haben wir das andere Problem. Welche Verfassung hätten sie denn gern? Wir haben die 1848er, da haben sie sich in der Paulskirche zusammengehockt mit Gold, Rot, Schwarz, also verkehrt rum. Und haben da eine Verfassung gemacht und da hatte auch teilweise die Kirche noch Rechte.
Und das ist sozusagen die Blaupause der Länderverfassungen. So, dann später hat man die 1871er Verfassung gemacht. Das ist die Verfassung des Bundes, des Staatenbundes. Und das ist eigentlich die, die für die innere und äußere Sicherheit der Reichskanzlereien zuständig wäre. Also das, wonach ein Beamter der BAD verurteilt wurde, wenn das System umfällt, nach der 1871er Verfassung. Hat er die eingehalten oder hat er sie nicht eingehalten? Weil die einzelnen Bundesstaaten selber auch nochmal Verfassung hatten. Sachsen hat eine eigene Verfassung gehabt und die hat dann Vorrang vor der 1848er. Ja, jedenfalls, am Ende muss man irgendein Volksgerichtshof über das urteilen, was der Beamte XYZ in seiner Gemeindeverwaltung gemacht hat. Die Frage ist natürlich, war er im Befehlsnotstand, war er nicht. Da muss man fair sein. Aber man muss auf der einen Seite sagen, hätte er nach den Gesetzen der BAD das machen dürfen, ja oder nein. Und wenn er bescheiden unterschreibt, wenn er Willkür macht, ne? Und wenn er ja aufgrund des Befehlsnotstandes seines Vorgesetzten eben das ausfertigen musste, weil ja, ÖWIG oder GEZ, was ich angestanden haben, und der Chef hat gesagt, du musst es jetzt machen, und dann tun die im Prinzip ihre Angestellten nötigen, mit dem Auftrag zu unterschreiben. So, da muss man sich überlegen, wer ist denn hier eigentlich derjenige, der denn auch die Erklärung abgibt? Also wenn die Bedienstete im Auftrag unterschreibt, gibt die ja im Prinzip die Erklärung ab für ihren Chef. Aber eigentlich müsste der Chef sie beauftragt haben, zu unterschreiben. Und dieser Auftrag existiert aber nicht. Und deswegen haben die Bediensteten, die kleinen Bediensteten, die die ganzen Zettel ausfüllen, und ein Riesenproblem, wenn der Chef, wenn das System umgefallen ist, denen sagt, nee, ich habe es nicht befohlen. Dann hängen die als kleine Bedienstete drin an der Geschichte. Und der Chef sagt, nee, ich habe das nicht befohlen. Ich habe mich hier an das Grundgesetz oder an die kaiserliche Gesetzgebung gehalten. Und dann sitzt er in deinem Flieger und macht sich auf dem Acker, bis sie herausgefunden haben, dass er doch alles gemacht hat. Den willst du dann bestrafen. Ja. Das heißt, wir werden es nie anders hinkriegen, als dass der Verweser sagt, diese Entscheidung durch entlasten. Diese Entscheidung durch nicht entlasten. Und dann müssen sich die Leute, die das veranlasst haben, in der Bundesrepublik durchgesetzt haben, sich Gedanken machen, wie sie die Entschädigung hinkriegen. Das wird eine lustige und langwierige Geschichte werden, aber ich denke mal, es wird eine Übergangszeit geben, wo dieser große, schwere Druck, der jetzt auf uns lastet, in kleinen Stufen abgesenkt wird, sodass wir alle miteinander gut auskommen. Wenn die so weitermachen und uns noch 10 Millionen Invasoren hier reinschicken, mit vielleicht 200.000 ISIS-Kämpfern, die dann durch die Gemeinden ziehen und die Leute köpfen, wird es zum jüdischen Aufstand kommen, mit einem riesen Kollateralschaden, und wir werden 3-4 Jahre zu tun haben, unsere Toten zu bekommen. Und das müssen wir uns überlegen. Und deswegen ist es mein Vorschlag, dass wir an jedem größeren Ort unsere Wahlkommission gründen, die prüfen, ist da hinten schon noch Rustag wahlberechtigt, ja oder nee. Und den Zettel ausstellen und dass wir im Prinzip per Referendum die Ermächtigen, die Siegel vom 27.10.1918 zu nutzen, damit die im Prinzip auf den Schein, um das Schreiben, das mit dem staatlichen Siegel siegeln. Und mit diesen Dingen kann der erstmal wählen. Ob da jetzt ein Ausweis einen Goldschnitt hat und blau ist, kann man alles hinterher machen. Es geht erstmal nur darum, der ist wahlberechtigt nach dem Rustag. Eine nutzungsrechtliche Anordnung darf die Wahlkommission machen, weil sie würde im Notstandsrecht des Kaisers erstmal handeln dürfen. Also das Ziel ist, den Verfassungsnotstand zu heilen. Also das, was Max von Wagen gemacht hat, rückgängig machen. Ja? Also man steigt in das Protokoll ein vom 28.10.1918 durch eine notstandsrechtliche Anordnung. Also das heißt, man wählt in seinem Wahlgebiet eine Wahlkommission und die Wahlkommission füllt einen Zettel aus, derjenige hat die Rechtsstellung nach Rustag und ist Deutscher nach § 4 oder 3, was auch immer. Und dann kommt das staatliche Siegel drauf und mit diesem Schein wärst du. So, wenn das die Wahl durchgelaufen ist, keine Wahlanfechtung gekommen ist, hast du eine Woche nach der Wahl, also wenn die Wahl an einem Sonntag wäre, wäre an der darauffolgenden Woche am Dienstag 0 Uhr die Wahlanfechtungsfrist abgelaufen. Wenn keine Wahlanfechtung eingegangen ist, ist derjenige, der lokale Verweser, für das Gebiet, wo das Siegel gegolten hat. So, mit dieser Wahlkommission wäre es dann möglich, in einem zweiten Wahlgang den lokalen Verweser zu wählen. Das heißt, die Wahlkommission ruft dann zu einer Wahl auf und gibt den Ort bekannt, wo die Kandidaten, die sich also als lokaler Verweser zur Verfügung stellen, ausgegangen sind. Zum Beispiel der Bäckerei Burmeier hängt dann die Konterfeis alle aus, was sie gemacht haben.
Und da sind keine Parteien zugelassen, weil im kaiserlichen Wahlrecht gab es nur Ratsmitglieder. Die Parteien haben zwar eine Willensbildung gemacht im Ort, aber die waren nicht als, also du kannst nicht CDU wählen im kaiserlichen Recht, sondern da war eben der Max Mustermann, saß da drinnen. So, der eine hat eben die Ansicht gehabt, der andere hat die Ansicht gehabt, aber es gab keine Parteien. Es ist immer eine direkte Wahl vom Volk. Genauso haben die Amtmänner gewählt, die Schutzmänner gewählt und die Richter gewählt. Direkt. So, da das jeder Ort selber gemacht hat, das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, gab es auch keine Willkür. Es hätte sich im kaiserlichen Recht keiner erlaubt, mit einem dienstlichen Bleistift eine private Notiz zu machen, sondern da war eine strenge Ordnung. Und wenn wir uns heute aufregen, wegen einem Falschparkticket 15 Euro zu bezahlen, du wärst nach kaiserlichem Recht 3 Tage in den Bau gegangen, wenn du beim Bauer Hugo einen Lattenzaun kaputt gefahren hättest mit deinem Pferdebuhrwerk. Ja, das sind die Sachen. Und da hat damals jeder alle auf öffentliche Ordnung und Recht gesehen. Das haben wir alle ein bisschen vergessen. Wir stehen zwar immer, wenn wir 20 oder 30 Euro bezahlen müssen, aber das kaiserliche Recht war ein sehr strenges Recht. Und da sich jeder an eine gewisse Ordnung gehalten hat, war der staatliche Überbau auch nicht sehr groß. Der Kaiser hatte 150.000 Beamte auf das Gebiet von 1914. Und da das wenig Beamte war, war der Staat relativ schlank und die Steuerlast relativ gering. Also wir hatten damals eine Steuerlast von 4% bis Spitzensteuersatz zwischen 18% und 20% gehabt. Da war alles bezahlt. Es gab zwar nicht so eine Sozialversicherung, wie wir es heute haben, und eine Krankenversicherung, die so aufgeblasen ist, wo sie jede unnötige Impfung bezahlen, weil es bringt ja sowieso nichts, wissen wir ja. Sondern es war eine Grundsicherung vorhanden. Es gab keine Obdachlosen und meiner Ansicht nach auch damals keine so vielen Analphabeten wie heute. Sondern es hatte alles auf einem niedrigen Niveau eine gute Ordnung. Und wenn ihr euch mal den alten Film anguckt mit dem Rühmann, Hauptmann von Kevenick, dann merkt ihr so, wie die damals so drauf waren. Es war nicht immer alles gut. Es gab auch ein paar Sachen, wo es nicht mehr funktioniert hat. Aber es ist immer. Das sind 3 Minuten noch. Also, es gab keine so eine Hetze und keine so einen Druck auf der arbeitenden Bevölkerung, weil wir heute nach dem Matroschka-Prinzip bis zu 82% Steuern haben auf alles. Weil jede einzelne Schraube hat schon Steuern gehabt. Das wurde dort zum Gerät zusammengesetzt. Das Gerät hat einen riesengroßen Wasserkopf an Verkäufern und an Handelsspannen und was auch immer. Und am Ende hast du für dein Produkt, was du im Laden kaufen hast, um die 80% Steuern angesammelt. So, wenn man das wieder auf ein normales Maß zurückfahren könnte, wird es nicht nötig sein, dass beide Elternteile arbeiten gehen, sondern dann könnte man, wenn einer arbeiten geht, die Familie ernähren mit 6 Stunden am Tag. Das ist das, ein Level, wo man sagen kann, da macht man sich nicht tot. Da kann man auch bis 60 arbeiten, ohne dass man mit 60 ausverheizt ist. Und leben. Ja. Es ist machbar. Und wenn man das runterfährt, dann ist auch das Bewusstsein bei uns dann auf einem höheren Level. Wir sind ja so richtig auf Arbeitstier und auf Leistung getrimmt und wissen gar nicht mehr, was eine natürliche Entfaltung unserer Persönlichkeit ist. Wir sind nur noch im Leistungsstress und Mundwinkel nach unten. Und irgendwann geht es nicht mehr. Wir können diese Steuerlast, wenn das jetzt noch weiter steigt, also von 82% Steuern auf 95% Steuern, wird es irgendwann einen harten Punkt geben, wie beim Dampfkessel, die kritische Dampftemperatur, wo es das Ding einfach zerreißt, wo die Gesellschaft völlig außer Fugen gerät. Und die Situation haben wir bald. Und das machen wir auch schon mal eine Pause. Ja.